Ein bisschen einen über den Durst getrunken, wa? Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Ein schöner Kaktus, Alter. Ja, und somit sind wir zu Michael jetzt gewechselt. Ich muss ganz ernsthaft sagen, ich habe San Andreas, also der wirklich San Andreas Teil auch bestimmt 5-6 Mal durchgezockt. Jetzt liefern wir uns eine heiße Verfolgungsjagd. Und ich nehme den hier drüben. Haltet gedrückt, um während der Fahrt das Dach des Cabrios zu öffnen. Probieren wir mal zu fahren, ohne einen Schaden zu machen. Ja. Mann, fahr doch mal zu, ihr Mensch mit deiner Brotbüchse. Rechts ist das Gas. Gib Gas, du Spritzgebäck! Und über Rot gefahren. Erst ein Punkt in Flensburg, 80 Euro. Oh, es sind schon 160 und 2 Punkte. Was ist das für ein Sonntagsfahrer da vorne, Junge? Der provoziert wieder nur einen Unfall. Mensch. Hat er die Brille wieder vergessen und so, wo er rot fährt? Oder was ist denn da los da bei ihm da vorne? Na Juri, ich konnte dir das nicht sagen. Mensch, gucke mal, er fährt schon wieder über die nächste Ampel hier. Das ist zwar ein Auftrag, aber Sachschaden an Fahrzeugen sollten wir nicht machen. Oh ja, gucke mal, gerade mal sehen hier. Kann nicht wahr sein. Guck sie mal an, wie der fährt hier. Ach, guck mal, du fährst auch schon wieder Passanten um. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das dein Ernst? Oh, guck mal, da fährt ein LKW. Kann doch nicht, also. Oh, guck mal, jetzt bist du bei der Nachtclub. Was soll ich denn jetzt hier noch hingehen? Ey, das ist so ein komisches Déjà-vu, wenn man das ewig nicht gezockt hat. Und man zockt auf einmal dann wieder die Story. Vor allem gerade, wenn man extrem viel im Online suchtet. Ne? Ich meine, viele kennen mich ja durch das Online und naja. Also jetzt so vom. Uiuiui. Hui! Hast du noch einen Blinker vergessen einzuschalten? Guck mal, du fährst schon wieder über die nächste rote Ampel und jetzt fährt der Trottel noch im Gegenverkehr! Was ist das für ein Rotzlöffel? Ah! Gut noch gebremst, Juri! Oh, ich kann doch da nicht hingucken, Mensch, wie du fährst! Das ist ja wie Sonntagsfahrer! Meine Güte, ey, wo hast du Fahrschule gelernt? Junge, hast du überhaupt einen Führerschein oder hast du dir den selber gekauft? Selber gemalt, gedruckt. Mensch, Juri. Oh, guck mal, da gab's einen Unfall, hast gesehen? Ah, da gab's einen Unfall. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ja, ja, komm mal, machen nichts, ne? Ja, ja, guck mal, da fährt schon wieder ein Bus vorbei. Ja, na, der Bus, der hat's auch noch gut hingeschafft. Gut hingeschafft. Wenn der mit mir hin. Oh, hier Scheinwerfer einschalten. Eieieiei. Jetzt fahren wir hier durch die Wüste von Sahara. Freilich. Junge, das ist doch keine Sahara, Junge, du Blödmann! Eieieiei. Ich kann da gar nicht hingucken, wie du fährst, das ist ja katastrophal, Menschenskinder. Juri, lache nicht so blöde. Sollst du so blöd lachen? Ich lach doch gar nicht, was willst du denn von mir? Lach nicht so blöde, Junge! Guck lieber, wie du gefahren bist!
Das ganze Blut auf der Motorhaube, du Trottel! Oh shit, das sag ich dir. Müssen wir auch noch eine Verfolgungsjagd wegen dir leisten, weil du da die Oma umgefahren hast. Ach, Verfolgungsjagd, das ist eine Sache von Sekunden, Juri. Pass mal auf. Juri, sag nochmal Juri zu mir, Junge, oder schepperst dir eine. An die Freunde, die hier zuhören, das ist natürlich nur Spaß, ne, also... Das ist Unterhaltungstaktik hier, damit er nicht einschlaft hier beim Gameplay. Ja, hast du aber ganz schön weit oben rausgeholt, wa? Mit deiner Brezel. Oh. Fährst du wieder hin, Junge, wie ein Sonntagsfahrer? Ja, siehst du doch. Ich nehme Abkürzung über die Treppen. Oh, jedes andere hat er da jetzt schon aufgesetzt. Theoretischerweise. Musst du nur schnell genug drüber fahren, dann geht das Ganze auch. Schnell, schnell, wer ist denn jetzt was hier für schnell? Na, das ist ja auch ein geiles Ducken. Guckt mal an hier. Ich ducke mich im Auto. Und sieht den trotzdem noch. Die gelbe Anzeige unter dem Radar zeigt dir die aktuelle Stufe an. Wo du hin musst. Und gib Gummi, Opa. Was heißt denn hier Opa, Junge? Ja, du ein paar Jahre jünger bist, dann nennst du mich Opa oder was? Aber brennt dir der Asphalt? Ah, guck dir das mal an. Was heißt denn, guck dir das mal an? Das kann doch nicht wahr sein hier. Guck mal hier. Juri, das ist 1A Top Fahren. 1A Top Fahren. Ich glaube, ich bin. Hast du heute wieder kein Zielwasser gesoffen oder was ist los? Das ist doch kein 1A Top Fahren. Na klar, Juri, guck doch mal hin. Ohne Unfall. Ohne Unfall schlänge ich mich hier durch. Das habe ich gerade gesehen. Das schneid mal raus. Halt, hier geht's lang. Mensch! Ja, ja, ich hab's doch gesehen, Mensch. Meine Güte, bleib ruhig. Hast wenigstens meinen ersten Auftrag abgeschlossen, Juri. Das kann doch wahr sein. Mann. Vielleicht meinen hier zu den Trottel. Guck mal, das ist Günther. I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right. You better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. Wenn der seine Mütze offen, Junge. I said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man. I gotta go. Hey, Samuel. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Ich finde es immer interessant, wenn die sich da immer noch unterhalten und man kriegt mit, was sie sagen. Ist ja nicht so, dass wir gerade eben jetzt das Wagenfahrzeug geklaut haben, ne? Hier hat er so vor allen Dingen auch denselben stehen. Naja, ich will ja nichts sagen, aber... 4F. Komm, wir gucken uns das mal an hier, was der hier zu sagen hat. Beobachten die mal hier. I'm a high roller, SUV guy. I just need time to think. This is the problem. Only balls. You're a time waster. I should charge you for my time. How much I save per month? Double it. Whoa. Hey, I want it, okay? I just don't have much collateral. We take a cash deposit and your word you can meet the weekly payments. Weekly? I thought it was monthly payments. Eine wöchentliche Rate, okay? Monthly, it doesn't matter. You are not a serious customer. Whoa, I'm serious, bro. Deadly. Church, bro. Just show me where to sign. Franklin, you are not in sales. Please leave us. Ich hab nur schon was zu tun, ja? Ich will euch mal bei euren Kundengesprächen zu hören. Das ist ein Hammer. Soll ein Hammer sein. Wie die da drinnen sitzen. Aber habt so eine Cola schon da drinnen stehen.
passiert jetzt? Okay, noch mal ein Stück. Sehen, was passiert. Nichts weiter. Okay, schade. Naja, leichte Kratzspuren. Leichte Kratzspuren bist du. Ne? Guck mal hin, was du für eine Sau auf dem Karre abgeliefert hast. Na, guck dir mal den an hier, der selber nicht besser. Der hat auch hier Unfallschaden. Guck, da vorne hat er Schaden, der Motor aber kaputt. Muss erst alles getauscht werden. Nur die Hebebühne steht wenigstens mal richtig. Was ist denn da los? Ich kenne Spiele, da steht die Hebebühne falsch an der Wand. Naja, egal. Gucken wir, fahren wir mal hier in diesem Kraftpaket hier. Guckt euch mal diesen schnittigen Sportwagen an. Sieht aus wie so eine riesengroße Fleischwurst. Eine weiße Fleischwurst. Soundcheck. This jump change. How I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat peasock? Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Ganz schön träge, das Teil. Warum laufen lassen den die Fleischwurst? Oh. Oh, wieder ein Satz mit X, das war aber nix. Und rum hier das Ding. Oh. Hackertrieb. Muss ich mich erstmal gewöhnen. Gewöhnen, gewöhnen. Kannst du noch nicht Auto fahren, das ist alles. Das heißt nicht, kann ich Auto fahren. Sag mal, guck mal an, wie brillant ich fahre. Die 3 Meter jetzt erlatschen können, ey. Junge, Junge, Junge. Bist du stinkend faul, wa? Machst du den V-Life bestimmt auch hier, wegen jeden 3 Meter fahren. V-Life, V-Life. Junge, ich bin gerne Fußgänger mittlerweile. Gerne Fußgänger, was machst du? Junge, muss ich nochmal Aufwasch machen. Rein hier die Karre. Was hätte ich noch rückwärts einstellen können? Rückwärts, rückwärts. Ich sehe immer nur rückwärts. Nigger, sagt er zu dem. Ja, selber Nigger. Ja, ja. Oh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Guck mal, was ist das für eine Alte? Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Fauler Schnorrer. Guck mal, wie das Zimmer aussieht, Junge. Was ist denn da los? Kannst du nicht mal aufräumen, die Hünsche-Horte. Hütte. Junge, Junge, Junge.